Ich glaube nicht. Ich meine, wir können es ausrauben, ne? So ist es nicht, aber komm, was soll der Geiz? Da bist du weg vom Fenster. Aua. So, direkt mal weiter. Da hinten ist bestimmt auch noch ein Ding. Ich wusste es doch. Da guckt er und ist direkt weg. Hui. So, er klebt da mir am Busen. So, was haben wir denn hier alles? Ja, ja. Ja, nehmen wir mit. Ja. Ja, ja. Ja. Nö, 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 nö. Nö. Hilfe! Oh, ich hab kein. Oh, ich hab keine Muni mehr. Ach, hier ist doch so ein Ding. Alter! Oh, nein, ich hab kein. Alter, ich muss los. Da muss ich aber los. Da muss ich aber los. Nachladen. Könnt mich mal. Was ist denn hier mit euch nicht in Ordnung, mich so anzugreifen? Huch, da schieße ich gleich mal. So. Was, noch jemand ohne Fahrschein? Schnell, bevor das Schiff weggeht. Dann fahren kann es ja anscheinend noch. Hua! Und mit der 4. Hui. Da hier oben war, glaube ich, anscheinend noch so ein Ding gewesen, wo die gespawnt sind. Was ist im Frachtraum drin? Ja, toll. Aber alles das, was wir, wie gesagt, nicht brauchen. Ja, toll. Oh, Alter. Oh, da ist noch ein Turm. Hab ich noch gar nicht gesehen gehabt. Da war ein Geschützturm, glaube ich, oder so. So. Alles klar, wir farmen. Oh, was ist das denn? Stufe 3? Oh. Stahlrumpfteile, noch mehr. Hatten wir das nicht sogar schon gemacht? Bin mir nicht sicher. Alles, was wir kriegen, lalalala. Alles, was wir kriegen, lalalala. So. Das nehmen wir mit. Don't worry. Be happy. So, mit 7 rufe ich. Guck mal, ich hab's gelernt. Wahrscheinlich 2 Folgen später habe ich schon wieder vergessen. So wird's doch sein. Okay. So. Was ist denn. Liegt da irgendwas drin da hinten in der Lava? Häuser, ne? Glaube ich, oder? Sind's Häuser? Ja, ich glaube Häuser. Da hinten laufen wieder die lieben Nachbarn rum. Da liegen auch irgendwelche Module, aber ich glaube nicht die, die wir brauchen. Mal nachgeladen. Die haben uns ganz schön zugesetzt, ne? Alter Schwede. Na, okay. Stahlrumpfteile. Stahlrumpfteile. Ja, ordentliche Ausbeutung. Cool. Moin. So, wo ist... Ja, ich sollte echt mal eine Tür einbauen, eine andere, ne? Ist immer noch die erste Tür, die wir hatten. So, ja. Aber wir haben doch, glaube ich, hatten wir nicht... Hä? Oh, warte mal. Da fällt mir gerade was ein. Die haben uns hier angegriffen, ne? Brauchen wir irgendwie Reparatur? Oh. Ich sollte ein bisschen was aussortieren. Kann ich da noch was reinpacken? Ja, okay. Hier.
Bin gerade so ein bisschen geizig, muss ich sagen. Geiz ist geil. Mit dem Platz. Ich weiß nicht warum. Ich will das irgendwie alles im Frachtraum knallen. So, was sagt denn die Neuen? Haben wir irgendwas zu reparieren? Jawohl, Ski. So, das ist alles 100. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. So, 130. Was, 30? Okay, 100. 30, 100. Schild 30. Ja, okay. Gut, haben wir noch genug Kohle? Ja, haben wir noch. So, Aufwertung. Haben wir schon Stahlrumpf? Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Hat sich schon völlig erledigt. Aber es ist Strukturen aufwerten, okay. Ja, wir brauchen halt Stufe 3, ne? Von... Ach, das ist doch ein Graus. Wie soll ich denn hier... Wie soll ich denn so ein Modul kriegen? Oder sollten wir vielleicht erstmal hier das hier Stufe 3 bringen? Weil wir das ja eh können. Warte mal, zweimal einen Analysator. Haben wir den? Den haben wir bestimmt noch nicht, ne? Hydraulik. Hä, wieso ist das eigentlich nicht angeschlossen am... Und das ja. Nee, hä? Wieso kann ich denn jetzt nicht mehr drauf zugreifen auf den Frachtraum? Es ist mehr... Oh. Was ist das denn? Ich kann es nicht abreißen, ich kann es auch nicht neu bauen. Was ist das? War. Hallo Waffe, ich grüße dich. Was? Da ist doch irgendwas kaputt gegangen, oder? Oder sehe ich das falsch? Ich will da oben hoch. Lass mich da rein. Mann, ich bin der Chef hier. Vom Schiff. Lass mich da hin. Mann. Da scheint was kaputt zu sein, aber ich kann das nicht abbauen. Wie soll ich das reparieren? Das ist irgendwie ein Dach. Kann man Dächer irgendwie reparieren? Kann man die irgendwie... jetzt muss ich mal gucken. Strukturen. Ah, ganz toll. Kupferwand. Ich bin echt mal gewollt, auch mal diese Säge zu bauen, ne? Aber ich weiß echt nicht, wie die funktioniert. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ja, aber alles gut und schön. Analysator, wo kriegen wir den her? Den haben wir auch nicht mit, ne? Wir sollten erstmal unser Inventar leeren. Was haben wir denn gesagt? Genau, hier packen wir den Krempel rein, haben wir gesagt. Da würde ich dann einmal das Bildchen ändern. Ja, speichert er? Speichert doch, oder? Er zappelt. Oh, diese Lags, ne? Ich hoffe, das wird noch besser. So, genau. Dann wissen wir, dass da drin ist. So, ich speichere mal. Hier, das würde ich gleich im Frachtraum knallen. Ach, da haben wir noch so ein Teil. Ordnung ist das halbe Leben. Ist einfach so. Das kommt im Frachtraum. Das mit dem Dach, das riecht mich aber jetzt gerade auf. Oder was heißt, riecht mich auf, aber ist halt schade, ne? Wie konnte das denn passieren? So, das rein, das rein. Das rein, das rein. Das, das, das. So. Das tun wir wieder weg. Weil wir müssen ja nicht reparieren. Wir müssen jetzt gleich unter Tage. Sind ja nur noch 2 Minuten. Gut, ein bisschen die Uhr im Blick behalten. So, dann heißt, würde ich mal sagen, wir fahren mal runter. Mit der 6. Ach, guck mal, das Ding zeigt uns hier an, genau. Was ist, ne? Interessant. Habe ich noch gar nicht so drauf geachtet. Ah, Gott sei Dank, die Nachbarn. Gott sei Dank. Tschüss. Iu, 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 bido, bido, bido. So, wie kriegen wir den Analysator? Wo können wir den her? Müssen wir mal gucken. Und diese fortschrittliche... Ich meine, das kann ja eigentlich nur... Das kann ja eigentlich nur... Besorge alle erforderlichen Komponenten.
Aber wir können es ja auch eigentlich nicht bauen, auch wenn wir... Sorge alle erforderlichen Komponente. Baue ein aufgewertetes Produktionsmodul. Aber dazu müssen wir ja... Ein Modul. Hier, ein Produktionsmodul. Aber dazu müssen wir ja auch erstmal irgendwie, Stufe 2 haben wir doch. Oder nicht? Oder haben wir noch keine Stufe 2? Doch, ne? Haben wir Stufe... Doch, hier. Stufe 2 ist hier. Okay. Also brauchen wir ein Modul mit Stufe 3. Das müssen wir aber erstmal finden. Um das zu bauen. Weil das haben wir ja hier noch gar nicht drin. So, Modul in einer Lava wird benötigt. Erze des dritten Bereichs. Items, Drillship. Drillship-Teile. Ja, ganz toll. Systemmodule. Produktionsmodul, da. Fehlende Archivierungsaufzeichnung. Suche fortschrittliche Produktionsmodule. Oder müssen wir... Produktionsdaten Stufe 3. Hier? Ach nee. Aber das könnten wir bauen. Ich baue das jetzt einfach mal. Dauert ein bisschen. Aber dann bauen wir doch nur die Daten dafür. Ach, ich kann das ja auch mit der Hand machen, wieder rausfahren, ne? Machen wir das direkt mal. Nee, nicht rufe. Nein, jetzt. Oder? Doch. War richtig. Ha, puh, ich dachte schon. Dachte schon, jetzt so großkotzig noch gewesen. So, das dauert aber echt lange. Aber dann kriegen wir ja nur die Daten davon. Das da, das da, das ergibt das, das ergibt das. Das ergibt das. Das sind ja nur die Technologien. Und mit den Technologien... Mit den Technologien können wir ja dann quasi... Okay. Aber wir müssen das ja trotzdem erst finden. Warte mal, Granaten? Können wir Granaten bauen? Wahrscheinlich werden wir noch irgendwas brauchen. Wahrscheinlich reicht's nicht. Würde ich verwetten. Dann machen wir mal 50 oder 51, 51. Reicht ja dann. Und, brauchen wir noch was? Schwarzpulver. Ah, alles klar. Aus. Schwarzpulver brauchen wir echt viel, ne? Da kann er ruhig mal ein bisschen produzieren. Wir müssen ja demnächst mal wieder auf Ressourcentour gehen. Weil, wir wahrscheinlich bald nichts mehr haben. Haben wir so 100. So. Zack, 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 zack. So. Ach, das passt doch. Kupferrohr hat er anscheinend auch schon gebaut. Gut. Dann holen wir uns die mal aus dem Frachtraum. Ah, weil der Frachtraum nicht... Nee, Moment, hä? Frachtraum? Wo bin ich denn jetzt hier? Wieso ist das ein ganz anderer Frachtraum? Jetzt bin ich doch hier in dem... Hä? Jetzt bin ich in dem oberen Dings gewesen, ganz komisch.
So, warte, lass mal gucken. Die Granaten da, 30. Nein. Wird wahrscheinlich überhaupt nicht reichen. Wo kriegen wir das denn her, verdammt? Nein, jetzt habe ich mich verdrückt. Ja, es war klar. Ich hab's doch gewusst. Irgendwann sage ich's und dann auf einmal, zack, verdrücke ich mich da. Okay, da ist Sonnenschiff. Guck mal, was für eine Technologie die haben. Okay. Click, clack, Motherfucker. So. Tschu-tschu. Komme. Hebet, ich komme. Hebet, geh bloß weg, du. Geh bloß weg, Alter, die Guste. Die Guste liegt neben mir und pennt. Warte mal, ich heil mich mal. Oh, wie schön da hinten. Ist da, wo die Waffen eigentlich kriegen? Das wäre immer am besten. Oh. Hier schwebt der Stein. Hallo, was ist hier los? So ist der schon mal weg. Hui, Feuerwerk! Hui! Oh, ich muss hier rauf. Lass mich rauf. Das nehme ich mit. Hier oben ist kein Dings mehr. Guck mal. Oh, wie schön. Wachtraum. Kristall nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Aber keinen tollen Module, Mann, die ich brauche. Keine Module, die ich brauche. Verdammt. Oh, warte mal. Da lagen doch Kristalle drin, ne? Die nehme ich doch mit. Das nehme ich auch noch mit. Heilung nehme ich mit. Ach, darum hatten wir schon geguckt gehabt, ne? Ja, okay, nice. Ja, ja, ist doch gut. Alles easy. Was war das da? Achso. Cool, Kraftwerk. Wow, wow. Was haben die bei sich? Eisenschrott. Heilung, Eisenschrott, nice. Munition, ja, die Pistolenmunition lasse ich mal. Rohkristall. Ja, die Frage, was kriegen wir jetzt? Jetzt kriegen wir da wieder Stufe 3 vom irgendwas. Was ist das? Das ist doch bestimmt hier, ja, Stahlrumpfteil. Das brauchen wir alles gar nicht mehr. Wir brauchen irgendwas mit... Lohnt sich gar nicht. Das ist alles das, was wir nicht brauchen. Verdammt. Ja, nee, dann, nö, sehe ich nicht. Tschüss. Ja, das ist ja blöd. Ich speichere nochmal. Ja, lass mal gucken. Und vielleicht mal die Rüstung ausrüsten. Rüstung ausrüsten. Aha. Jetzt haben wir natürlich auf keine mehr. Müssen wir wieder welche bauen. Wo kriegen wir die Forschung her? Stufe 3. Oder kriegen wir das auf der ersten Insel, weil ich da wieder hingefahren bin? Bin mir gar nicht mehr sicher. Da ist unser Schiff. Da steht das Schiff. Es wäre halt mal schön, wenn mal ein anderes kommen würde. Ah, Kristalle. Können wir ein paar abbauen, ne? Schon dabei sind. Ach, guck mal, die lieben Nachbarn. Guck mal. Moin! Moin! Na, wie ist so? Alles gut bei euch? Moin, grüß dich! Ah, die greifen natürlich! Klar, kommt die ganze Verwandtschaft an, oder was? Hier, Feuerwerk! Hui! Ich hab was für euch! Guck mal, Feuerwerk! Hui! Alter, können die Nachbarn springen! Ist ja unglaublich! So. Klick, klack, Gott sei Dank, Mann, gibt's die Pumpgun, ne? Kennt ihr das auch von früher? Kennt das wohl noch einer? Ich habe früher immer ganz viel auf Online-Servern
hier so Return to war Castle Wolfenstein oder Day of Defeat Source oder damals das alte Day of Defeat habe ich damals gespielt und jetzt nehme ich die Pistolenmuni trotzdem mit. Na egal. Und da war es tatsächlich immer so, dass da auch immer so Sprüche kamen auf den Servern, auf den eigenen Entstellten. Das war mega cool. Da kam dann immer, Gott sei Dank, Mann, gib's die Pumpgun. Da konnte man immer so einspielen, wenn man im Chat sowas eingegeben hat. Das war mega cool. Oder, stell dich nicht so an, ist doch nur eine Fleischwunde. Das war richtig gut. Ja, ich war damals sogar im Clan gewesen. Mag's nicht glauben. In einem Day of Defeat Clan. Den gibt es auch mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Es war richtig witzig. Wir waren auch so ein bisschen so quasi so die Älteren. Also ich war noch relativ der Jüngste von denen. Und ja. Und die anderen waren auch schon ein bisschen älter, aber es hat echt mega Spaß gemacht. Richtig gut. Wir haben es echt so zum Spaß. Also wir haben zwar auch mal ein paar Clan-Matches gemacht, ja, aber jetzt nicht so völlig übertrieben, jetzt mega krass geil hyped und so, sondern eher so auf entspannt, ne? Aber Day of Defeat Source, richtig gutes Spiel. Wir haben erst, wie gesagt, damals das alte Day of Defeat gespielt und dann halt, wie gesagt, das haben wir umgestellt auf Day of Defeat Source. Richtig gut. Ich habe sogar damals Maps gebaut dafür. Man konnte ja damals mit diesem, ich glaube, World Editor hieß der von Half-Life, ne? Ich glaube, World Editor. Da konnte man dann auch, ja, tatsächlich Maps bauen. Und da habe ich mich reingefuchst, ein bisschen reingearbeitet und dann haben wir so eine eigene Multiplayer-Kreation dann quasi erstellt. Das war richtig, richtig cool. Das hat mega Spaß gemacht. So. Das kann auch da rein. Granaten haben wir noch ein bisschen was. Ja, Leben auch. Rüstung wäre mal ganz toll. Können wir mal wieder ein bisschen basteln.